Ja, hey Leute, willkommen bei 1, 2, 3, Sean unterwegs. Voller Power, voller Kraft und voller Energie sind wir heute mal wieder unterwegs. Leute, heute befinden wir uns in Oberhausen. Wir befinden uns hier aktuell auf einer schönen alten Brücke. Hier über uns, an der Seite hier, ist eine alte Bahnbrücke. Haben wir vorne auch, oben im Hintergrund, diesen riesigen Turm. Ich schätze, das war früher ein alter Turm gewesen, wo Braunkohle und sowas halt drin verarbeitet wurde. Aktuell befinden wir uns auch hier unter uns. Wie man schön sehen kann vielleicht, ist hier der Rhein-Herne-Kanal. Ein sehr schöner Kanal, wie ich auch finde. Da ist ein Bostad drüber hier aktuell. Ja, habe heute auch einen Kameramann mit dabei, der Danny. Der hat das hier heute alles ein bisschen filmen. Zum ersten Mal, das letzte Mal bei Danny. War es halt mit auf meiner Tour gewesen. Ja, und heute macht er für mich mal diese Tour filmen. Wenn wir uns schöne Punkte angucken, und zwar unter anderem auch den grünen Ritter, der macht heute auf die Tour kommen. Dann kommen ein paar schöne Aussichtspunkte, Leute. Darauf ich mich richtig freue. Ich würde sagen, legen wir mal los, Leute. Und es geht los, Leute, mit uns heute. Laufen wir erstmal hier runter und mal gucken, was heute auch Schönes für uns hier zu sehen wird. Sieht richtig geil aus. Oh. Fast schon auf die Fresse geflogen. So Leute, wir befinden uns gerade hier auf einem kleinen Aufstieg. Und zwar befinden wir uns hier im sogenannten Olga-Park. Das ist ein nice Anstieg, ist relativ rutschig. So ist diese Stahltreppe, es hat heute auch geregnet. Außerdem gemeinsam zu packen, Leute. Das ganze Gelände hier ist der sogenannte Olga-Park hier. Sehr schön gelegen mit vielen Bäumen und viel Wiese. Hier im Hintergrund hat man einen alten Förderturm aus der Zeit, wo hier noch Braunkohle abgebaut wurde. Sieht recht cool aus von hier. Für uns geht es jetzt gemeinsam hier nach oben, diesen Turm mal erklimmen, weil wir haben gemeinsam die Aussicht von diesem Turm mal ansehen, Leute. Mal gucken, wie es wirkt und wie die Aussicht da oben ist.
Hey Leute, wir sind hier oben auf den Turm angekommen. Und das ist echt eine schöne Aussicht. Hier hinten auch im Hintergrund den Turm, den haben wir jetzt von der anderen Seite vorhin gesehen. Das können wir von uns von der Seite diesen Turm betrachten. Das ist auch schon extrem groß, wie ich auch finde. Und der Park ist auch schön gelegen. Wir sind auch hier aktuell auf diesem Turm alleine hier oben heute. Vielleicht am Nieseln und so. Aber bisher ist das eine doch schöne Aussicht und eine schöne Tour. Hey Leute, hier vorne gibt es noch eine weitere Aussicht. Von hier hat man einen perfekten Blick auf den Förderturm. Doch schon recht sehr, sehr nice aus, wie ich finde. Leute, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal weiter und wir sehen uns nächstes Jahr beim nächsten Punkt unten. Ja, Leute, fast ausgerutscht. Könnt ihr mal sehen, wie rutscht hier ist, Leute. Richtig geil. Also Leute, hier befinden wir uns aktuell in alten Klärbecken. Und zwar von der Zeche Ostfeld. Das ist ein Klärbecken hier, wie ihr schön sehen könnt. Wir laufen jetzt einfach mitten durch hier mal. Hier standen wohl früher, denke ich mal, die Arbeiter. Da haben wir früher von hier aus ja das Klärbecken gereinigt und dran gearbeitet. Ja, und für uns geht es ja einfach mal rüber über das Klärbecken. Das Wasser ist relativ klar hier, ne? Wie ihr siehst hier auf die Seite. Und hier ist so Algen drin. Ne? Das ist ein krasser Unterschied zwischen diesen beiden Gewässern, obwohl es ein Wasser ist. Heftig, ne? Dass hier Algen sind. Hm. Ja. Leute, wie ihr sehen könnt, hier unten sind hier Algen. Befinden sich extrem viele auf der anderen Seite vom Wasser. Überhaupt keine Algen. Das ist schon krass. Vermute mal einfach, es liegt hier dran, weil auf dieser Seite ein hoher Dicktorf-Anstieg ist, als wir auf der anderen Seite. So Leute, in ca. 1,8 Kilometer kommt der sogenannte Zauberlehrling. Das ist ein sehr interessanter alter Strommast, der besonders gestylt ist, besonders aufgebaut ist. Wir werden uns gemeinsam mal angucken. Ich denke mal, ihr werdet ihn bestimmt richtig klasse finden, Leute.
Hey Leute, hier kommen wir zu diesem Turm, den ich eben schon erwähnt habe. Das steilige Sprungmast sieht aus wie ein, ja, wie ein Männchenwald. Das schon sehr, sehr geil aus, ich finde. Ja, das zu den Bäumen hier, die wir eben durchquert haben. Und zwar wurde an diesen Stellen, wo wir entlang gegangen sind, Funde aus der Eiszeit, versteinerte Samen gefunden. Und die hat man versucht, dann hier die ganzen Bäume stehen nachzuahmen. Also wieder zu gucken, dass man im Prinzip dieselben Bäume, die früher mal hier gewachsen sind, wieder wachsen zu lassen. Was den Leuten auch, finde ich, hier sehr gut gelungen ist. Es gibt hier Bäume aus Japan, Korea und China. Kannst du eben mal blicken. Das ist echt ein schöner, großer Park mit verschiedenen schönen Bäumen, Leute. Ja Leute, schön, dass ihr auch schon auf die Burg gekommen seid. Hier haben wir eine kleine, schöne Burg. Da vorne zum Beispiel haben wir einen sogenannten grünen Ritter. So heißt der hier. Der steht komplett aus Eisen. Der grüne Ritter. Mit einem goldenen Schwert dazu.
Leute, die Burg hier, inneren, das ist die Burg Sonnenburg, glaube ich, ne? Kameramann, wie war die Burg nochmal? Pfannenburg. Pfannenburg. Eine schöne kleine Burg hier. Fängt gleich an zu regnen gerade, wir werden es weitergehen. Das nächste Highlight wird eine ehemalige Schutthalde werden, wo früher vom Kohlebau alles abgelagert wurde. Mit einer hohen Treppe und einem richtig geilen, stylischen Aussichtsturm, den wir uns gemeinsam angucken werden. Wir haben noch circa 5 Minuten vor uns bis zum nächsten coolen Punkt. Heute filmt auch Benni als mein neuer Kameramann. Der wollte es mal übernehmen. Bis jetzt macht er seine Arbeit sehr, sehr gut, Benni. Dafür schon mal vielen Dank, Leute. Und auch vielen Dank an dich, Benni. Ich gehe mal weiter, Leute. Und Benni folgt natürlich auf den Fuß. Leute, wir befinden uns jetzt noch ca. 4 Meter vom nächsten Punkt. Was aufgefallen ist, sind diese Steine in diesem Draht hier, die hier reingemacht wurden. Daraus wurde so eine riesige Steinsäule gemacht. Was für einen genauen Grund hat, kann ich nur mutmaßen. Etwas sind das Überreste vom Bahnbau. Man benutzt so hier Steine natürlich jetzt nicht in der Größe, zerkleinert. Wenn die Steine benutzt, halt, um halt Kiesbett auszulegen für Gleise und sowas. Das ist ein bisschen Vermutung, oder ob es doch noch einen Hintergrund hat. Aber es ist bisher schon, glaube ich, der 5. bis 6. Steinblock, den wir in der Form entdeckt haben. Und selbst bei mir zu Hause, wo ich herkomme, aus Euskirchen, gibt es die auch in der Nähe von Bahnhöfen oder Bahngleisen. Warum auch immer es da ist, Leute, vielleicht könnt ihr es mir beantworten, warum es diese Steinsäulen neuerdings gibt hier in der Nähe von Bahnhöfen oder auch von Gleisen. Wäre cool zu wissen, mal, Leute. Komm, Leute, gehen wir weiter auf die letzten 4 Kilometer bis zum nächsten Punkt. Ja, Leute, hey, ist mein ungewöhnliches Bild. Wir finden es gerade unter dem LKW-Trailer. Aus dem Grunde, es regnet gerade extrem stark. Wir haben das nächste Ziel zwar vor Augen vor uns, oben auf diesem Berg. Ich kann von hier auf diesen Aussichtsturm aus schon sehen. Wir werden hier eine kleine Pause machen und uns kurz mal regenfest machen, um das letzte Stück dann noch zu diesem Aussichtsturm gehen, Leute. Versteckt aktuell unter dem LKW-Trailer. Ja, Leute, wir kommen jetzt heute in unserem letzten Ziel an. Für uns geht hier vorne erstmal über diese Bahnbrücke rüber und dann die ganzen Treppen, die ihr jetzt sehen werdet, nach oben. Das ehemalige Halde hier, die wir uns gemeinsam besteigen werden, Leute. Oh Mann, obwohl das sind nicht so viele Treppen, wie ich die eine Halle betreten darf. Das sind weniger als 400, glaube ich. Aber geht schon richtig nach oben, Leute. Schaut mal selbst. Da oben geht's hin und da gibt es noch einen Aussichtsturm, der richtig crazy aussieht. Ach du Scheiße. Ist da ein Rettungswagen oder was? Das ist doch da mal ein lustiger Aufstieg. Oh. Die sieht aber rutschig aus, ne? Die ja, da muss das aufpassen. Treppe. Okay, gibt es hier noch ein Schwimmbecken vor uns? Ich kann auch nicht über Wasser laufen. Einfach drin vorbei, denn ich weiß, du bist nicht hier drauf. Ups, die Fassen ausgerutscht. Krass. Dann wirst du dich wieder festhalten, wenn du hochgehst jetzt. Was? Wirst du wieder festhalten, wenn du hochgehst jetzt. Ja, ich halte die Kamera jetzt die ganze Zeit fest. Nein, wenn du auch selbst da hochgehst, kann gerutscht werden. Ja, ich riskiere es. Regen wird auch fast auf. Für den Film, ja. Für den Film. Kameramann riskiert was jetzt, Leute.
guck hier, die ehemalige Halde. Da ist nicht so eine Halde. Vom Kohleabbau geht der Fakt von aus. Toll. Ja, jetzt hat der Regen auf. Perfekt. Oh, die Kamera überholt mich, so eine Scheiße. Kameramann, es geht von uns nach oben. Noch dreimal dieselbe Anzahl von Stufen. Jetzt würde ich erstmal zählen, wie viele das sind, ne? Jetzt mal auch mal oben ein bisschen, wie viele Treppen wir insgesamt hier hochgelaufen sind. Das muss natürlich die gleiche Anzahl der Treppen sein, gehe ich von aus. Machen wir eins. Willst du es gleich multiplizieren oder was? Ja. Ja, wenn die mal nicht unterschiedlich lang sind. Ne? Obwohl, ich kann da mal unten in den Infoblatt gucken. Die Infotafel besser gesagt. Sieht aus wie eine Fahrradstrecke. Und ich angucke, die Fußballstation ist kein Bayern oder oben. Oh, nicht mehr. Warum? Ey. Er sah von da unten aus noch drei. Treppenstufen. Das sind ja vier. Da oben schon eine 5 versteckt ist. Ich atme nicht. Ne? Nee. Oh Mann. Oh Leute. Ja Leute. Ich muss meinen Kragen öffnen. Ich mach das. Gerade eben, wenn es geregnet. Jetzt ist unser Hauptziel für heutigen Tage. Heute Regen. Die Glücksarbeiter auch. Oben auf diese ausgespannt, vor allem auf diesen magischen Turm noch, der uns oben noch ja, wartet. Die letzten Stufen vor dem Ziel. Ziel wollte vor erreichen des Heidepunkts im Heideberg. Ja, hoch. Oh mein Gott, ey. Was ist das, ey? Sieht aus wie so eine Pyramide. Jetzt tu mal nicht so. Du bist doch viel, du bist doch viel sportlicher als ich. Ja, nein. Ich weiß, wegen meiner Höhenangst halt, ne? Wenn dir was weh tut, dann tut ja mir zweimal was weh. Das tut jetzt weh, nur wegen meiner Höhenangst. Das schon sehr. Du versuchst das nur zu dramatisieren. Ich habe nicht dran zu weinen innerlich. Nee, war viel Treppe. Ah, gut. Ja. Treppen
Die hat frei mit links gemacht. Aber das jetzt wird mein Endgegner. Bestimmt weine ich, wenn ich da hochgehe, die halbe Stunde, wenn ich da oben bin. Warum musst du so hoch sein? Da ist noch ein paar Schrauben noch, dann wird das tiefer. Oh, krass. Okay. Das ist quasi hier der letzte Abraum des Abbaus. Von Kohle oder was? Ja, von Kohle gehe ich schon aus. Schätze ich mal. Guck, da hast du noch hier. Kohlegebiet komplett. Ja. Hier hast du noch eine Info. Es hört nicht auf. Wir sind immer noch abhängig von fossilen Brennstoffen. Voll der Endgegner von mir. Das ist der Hochschaffe. Guck mal, die Spitze, die ist ein bisschen in Nebel getaucht. Ja. Wolkenbildung. Geil. Einfach der Wahnsinn, ey. Jo. Auf, Leute! Warum bin ich da hoch? Wir rutschen der Gürtel von der Hose fast an. Boah, ich finde das so hoch, dass wir jetzt so in der Höhe sind. Wenn ihr sehen könnt, sind Dennis mal diese Aussicht. Und hier ist dann noch zu diesem mega Sturm. Sieht auch aus, dass wir die von uns alleine haben. Keine Menschen, weder da oben anscheinend. Bis auf Gleis. Boah, schaffst du hoch. Hast du Höhenangst, Danny? Ein bisschen, ja. Ja. Aber nicht da. Bei mir ist es meistens so eine scheiß Panik-Sache. Das ist bei mir. Rufus muss alleine ganz nach oben gehen, falls an der ersten Stufe. Wenn ich irgendwo bin, wo ich mich nicht festhalten kann, wo ich wirklich runterstürzen kann und sterben kann, dann habe ich Angst. Aber das scheint mir ziemlich geschützt zu sein. Ich würde sagen, das schaffst du. Ach du Scheiße. Du hast ja wirklich Höhenangst. Ne? Ja, also das ist bei mir. Oh nein. Wie, das ist dein zweites Leben, Höhenangst zu haben oder was? Nee, was hast du gerade gesagt? Ja, das ist geil. Guck dir das an. Fantastisch, Leute. Das muss man jetzt einfach mal hier rein. Achtung, Scheiße! Da geht's noch höher in so einer runden Kuppel rein. Warum? Das sieht aus wie ein riesen UFO, was hier gelandet ist. Das muss noch fester sind, die Kamera. Hier auf einem Berg, auf einer alten Heide, ist ein riesiges Staat gelandet. Was ihr sehen könnt, sieht einfach fantastisch aus. Das ist mega hoch. Das ist eine mega Stahlkonstruktion. Einfach so richtig krass, Leute. Da kann man sich nur mal voll krass reinziehen. Ah, toller Trinken, das wieder. Da steht da irgendwo die Warnhinweise. Mal sehen, ist getreten. Okay, das Schnee ist verboten zu betreten. Oh Gott. Wenn du hoch gehst. Oh mein Gott, ey.
Ach, scheiße. Ja, das ist was ich nie verstehen kann. Deine Höhenangst. Habe ich auch, aber ein bisschen anders bei mir. Mir fängt es jetzt schon an, der Scheiß. Okay. Oh Mann. Ja, weit, viel weit komme ich auch nicht mehr. Dafür musst du echt alleine hochgehen, wenn du jetzt raus. Ja, ich würde es machen, aber vielleicht kannst du noch ein Stück mitkommen. Ja, aber nicht mehr, boah, keine Ahnung, fängt schon an, der Scheiß wieder. Oh, wegen dieser scheiß freien Sicht, die mag ich nicht. Also, die Leute werden dich auf jeden Fall niemals bei einem Fallschirmabsprung sehen. Ne. Das ist schon mal... Bloß ein verbundenen Augen. Das steht schon mal fest, ey. Oh. Vielleicht, wo du irgendwo runterstürzt, aber... Ja. Geht ja nicht, du musst den Rest alleine gehen. Jo. Weil ich, keine Ahnung. Komm, alles klar, dann bis gleich. Bis gleich. Fall nicht runter. Ja. Wenn du es machst, bitte vor die Kamera runter. Mach ich.
spätestens da wärst, dann wäre er jetzt abgebrochen. Und das ist nicht mal hoch. Ja, das kam da richtig hoch vor. Ich habe aber doch jetzt den Berg aufgespielt. Ja. Das war nicht, warum man ja wieder so ein Hoch hat. Ich meine, hier oben auf dieser Plattform ist ein kleines Problem zu finden, aber... Was ist eigentlich mit Fliegen? Keine Ahnung, auf die Fresse bin ich schon geflogen, aber... Nee, ich meine Flugzeug, so. Keine Ahnung. Ist ja auch scheiße, ne? Ja gut, dann sehe ich das. Vertraust der Technik jemand anderen an? Und der fliegt dich dann irgendwo hin und weiß nicht, ob du ankommst. Ne? In der Kabine rennen und den Piloten da aus dem Flugzeug rausschmeißen, aber keine Ahnung. Nee, das würde ich nicht machen. Das Kontrolle für das Flugzeug. Ich würde den höchstens wiederbeleben wollen, wenn irgendwas wäre. Das ist überhaupt kein aber Problem für mich. Ich glaube, dann geht der erstmal richtig kaputt. Ja Leute, das ist jetzt der Abschluss unserer heutigen Tour. Das ist der Turm hier. Wir gehen jetzt gemeinsam zurück zum Bahnhof. Das Film hat heute der liebe Danny benommen mal. Zum ersten Mal als Kameramann. Bei den Tätigkeiten hat mir sehr gut gefallen. Er ist für mich auch ganz da oben gegangen, weil ich wieder von dem scheiß Höhenangst das nicht geschafft habe. Aber ich denke, es sind ein paar lohnende Aufnahmen geworden, Leute. Gut Leute, vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Danny, vielen lieben Dank an dich für die tolle Kameraführung heute und so. Bitteschön. Danke nur. Ich würde sehen, sorry Leute, ich würde sagen, ich habe es nächste für euch und für mich heißt 1, 2, 3, Schaa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